Name ist Anita Schmidt und ich leite die Akademie Heiligenfeld, die Bildungseinrichtung der Unternehmensgruppe Heiligenfeld in Bad Kissingen. Heute habe ich Silke Weiß zu Gast zu einem Interview. Sie ist Referentin des Heiligenfeld-Kongresses Offenheit, Chance zwischen den Zeiten, der vom 6. bis 9. Juni in diesem Jahr stattfindet. Gerne möchte ich Ihnen gleich nämlich auch Frau Weiß vorstellen. Silke Weiß hat als ehemalige Lehrerin, Schulentwicklerin und Bewusstseinsforschende das Ziel, Schulen zu Orten der Zukunft zu gestalten. Sie möchte, dass an Schulen mit Freude gelernt wird, Menschen gesund bleiben oder heil werden. In Trainings begleitet sie Menschen dabei, ihr eigenes Potenzial zu entfalten und ihren Hebel zur Transformation zu finden. Schulen mit integralen Methoden zu einer ganzheitlichen Entwicklung zu führen, das ist ihr Ziel. Durch die Online-Bildungsgipfel Pioneers of Education verbreitet sie ihre Ideen von Vordenken auf der ganzen Welt. Herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung und ich freue mich, dies Jahr dabei zu sein und danke auch für die einleitenden Worte. So, ich würde gleich ein paar Fragen nämlich stellen. Ich bin nämlich ganz neugierig, Frau Weiß. Was bedeutet denn für Sie persönlich Offenheit? Offenheit bedeutet für mich, immer wieder hinzuschauen, was ist jetzt? Also im Kontakt mit Menschen, aber auch in verschiedenen Situationen. Und immer wieder zu schauen, handle ich gerade aus einer Gewohnheit oder ist mir etwas schon so bekannt, dass ich nicht mehr genau hinschaue und mehr mit dem Bild meiner Vergangenheit beschäftigt bin als dem, was gerade jetzt ist. Und dass ich immer wieder schaue, wie kann ich mich auf das, was jetzt ist, beziehen. Also zur aktuellen Situation mich in Beziehung setzen oder zu dem Menschen, wie er jetzt gerade ist. Und dann offen zu sein, was ist heute, was ist jetzt. Offenheit und Wandel und Veränderung ist ja immer so diese Spannungsfeld, möchte ich fast sagen. Was bedeutet denn, wie kann man denn Offenheit in den Veränderungen in der Schule denn leben? Also erstmal muss man sich, glaube ich, bewusst werden, dass wir in vielen Dingen sehr auf tradiertes Wissen zurückgreifen und auch tradierte Strukturen haben, die mal im letzten Jahrtausend Sinn gemacht haben, aber jetzt nicht mehr. Und was es unbedingt braucht, ist auch genau an der Stelle hinzuschauen, was sind eigentlich die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen jetzt und was für Anforderungen stellt die Gesellschaft in der Zukunft? Wie wird sich auch unsere Lebenswirklichkeit verändern? Und passt das noch zusammen mit den Dingen, die wir uns in der Vergangenheit überlegt haben, wie Bildung sein sollte? Wir als Lehrer sind, in welchen Rollen wir agieren, was Schüler lernen sollen. Wir bilden uns ja ein, dass so ein Curriculum, das wir entworfen haben, wenn ein Kind zur Schule geht, dass wir schon wissen, was der in 10 oder 13 Jahren gelernt haben soll. Und da entsteht ja keine Offenheit mehr für das, was wirklich gerade gefordert wird und was die Jugendlichen auch interessiert. Haben Sie vielleicht so ein Beispiel von Offenheit in der Schule, wo Sie sagen, boah, das ist eigentlich, müsste ich es jetzt erzählen? Na, ein Beispiel, eine befreundete Schulleiterin, die auch bei uns in der Ausbildung war, meinte, dass durch die Art und Weise, wie sie jetzt zuhören kann und Räume öffnen kann für Angstfreiheit, dass Menschen sich zeigen mit ihren guten Ideen, hat ganz viel Bewegung in die Schulentwicklung gebracht. Ja, wo sie sagt, ich gebe gar nicht mehr vor, wo es lang geht, sondern ich öffne die Räume, dass Menschen sich trauen, ihre Ideen einzubringen. Und dann entsteht auf einmal ganz viel aus dem, was da zusammenkommt von den verschiedenen Kollegien. Und es braucht aber an der Stelle ihre Offenheit, einfach Dinge möglich zu machen, anstatt enge Vorgaben zu haben. Ja, da sprechen Sie ja jetzt auch schon Räume an. Räume öffnen für den Wandel der Bildung. So heißt ja auch Ihr Workshop, den Sie beim Kongress halten. Sie nehmen da auch ein Beispiel an, das fand ich so schön mit dem Wandlungsprozess von der Raupe zum Schmetterling. Dabei sprechen Sie bei der Wandlung so ein verletzliches Stadium an des Nichtwissens. Können Sie dazu was sagen? Naja, also es gibt ja verschiedene Arten von Veränderungen. Das, was wir gerade im Bildungssystem erleben, das ist ja eine Transformation. Also wirklich von der Raupe zum Schmetterling.
Es sieht nachher ganz anders aus, hat ganz andere Eigenschaften, ganz anderen Zweck als das, was wir bisher kennen. Und genauso wie so eine Raupe bei der Verpuppung oder beim Schlüpfen des Schmetterlings, das ist ja ein ganz fragiler Zustand, diese Übergangszustände. Und in Veränderungsprozessen spricht man auch davon, dass es eben so einen Zustand gibt, wo ich das Alte loslasse, weil ich merke, das taugt nicht mehr, wir brauchen was Neues. Und aus der Überzeugung heraus loszulassen und gleichzeitig noch nicht zu wissen, wie das Neue aussieht. Das ist so ein Moment von Unsicherheit, dass ich nicht beim Loslassen schon weiß, wie es nachher sein wird, weil das gehört zu diesem Prozess der Transformation dazu, dass ich an einem Punkt ankomme, wo ich erstmal ankomme an dem, ja, so ist es jetzt. Und von da aus neue Ideen aus der Zukunft, denen zuzuhören und daraus neue Dinge entstehen zu lassen. Und diese Lücke von dem Alten zum Neuen, das hat viel mit Unsicherheit zu tun, mit Verletzlichkeit, ist aber auch die Stelle, wo ganz viel Kreativität passieren kann. Ja, wie so eine weiße Leinwand, wo ich irgendwie dann meine Farben schon bereitgelegt habe und meine Pinsel, aber ich weiß noch nicht, welches Bild dabei herauskommt. Und viele Menschen haben da Angst. Und vielleicht auch gerade in unserem Bildungssystem, weil es in allen Ebenen auf Sicherheit ausgelegt ist, fällt dieser Schritt vielleicht auch besonders schwer. Und gleichzeitig ist eine der wichtigsten Aufgaben von Bildung für die Zukunft, den Umgang mit Unsicherheit zu lernen. Denn wir bewegen uns in eine ganz unsichere Zukunft. Insofern ist es sehr wertvoll, diesen Zustand zu erforschen. Und auch, wie wir da hinkommen und wie wir ihn kreativ nutzen können. Haben Sie ja auch gerade eben auch Strukturen, die sich auflösen im Innen und im Außen angesprochen. Und da bilden sich ja auch wieder neue Strukturen. Können Sie da auch ein Beispiel dazu nehmen, so von dem Auflösen und von dem Bilden wieder? Also wir haben ja äußere Strukturen, also wie wir zum Beispiel Bildung strukturieren in den verschiedenen Institutionen und aber auch innere Strukturen, also was wir glauben, was wichtig ist, wie wir als zum Beispiel als Lehrer auf Schüler schauen, was wir ihnen zutrauen, welches Vertrauen wir haben. Und also ein Beispiel aus einer sehr innovativen Schule, wo ein Lernbegleiter gesagt hat, erst als ich in der Lage war, meine Vorstellung aufzugeben, dass Schule im 45-Minuten-Takt organisiert wird, war genug Raum und entstand Freiheit, dass ich etwas völlig Neues bilden konnte. Und diese Schule hat dann einfach Unterricht abgeschafft. Es gibt diese Taktung nicht mehr. Und die haben eine ganz neue Pädagogik darum herum entwickelt. Also vielleicht ist das ein Beispiel, was es anschaulich macht. Wie sieht das so eine Pädagogik aus? Also, wie kann man das sich vorstellen, wenn sich das auflöst? Also das Beispiel, über was ich gerade gesprochen habe, ist die Alemannenschule in Wutöschingen. Da gibt es einfach die Lehrer heißen Lernbegleiter. Es gibt nicht mehr wirklich Klassen, es gibt keine Schüler in dem Sinne, es sind Lernpartner, also ist man wirklich auf Augenhöhe. Es gibt keine Unterrichtsstunden mehr, sondern freiwillige Impulse, die man sich anhören kann, aber man darf auch selbstständig lernen, alleine mit seinen Freunden oder den Lehrer was fragen, also den Lernbegleiter. Also da hat sich ganz viel verändert an den Strukturen und im Zentrum steht eben, dass es darum geht, diesen jungen Menschen Vertrauen entgegenzubringen und sie zu begleiten in dem, was sie lernen wollen und wie sie sich entwickeln wollen. Und das ist für mich auch eine der neuen Grundaufgaben von Schule. Also das wäre für mich jetzt schon fast das Schlusswort, nämlich solch ein Plädoyer für eine gute Schule, für eine lebendige Schule, möchte ich fast sagen. Das ist ja schon was ganz Tolles. Das sage ich jetzt da schon herzlichen Dank für das Interview und ich freue mich sehr auf Ihren Workshop.